Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Sonic Riders. Ich bin Make vom Kanal GameCorp. In diesem Part machen wir Storms Missionen, also fangen sie auf jeden Fall mal an. Ich habe vor, den Missionsmodus ganz durchzumachen. Storms Missionen, Waves Missionen und Jets Missionen. In diesem Part machen wir Storms und dann fangen wir auch gleich mal mit Mission 1 an. Gut, Mission 1. Führe Tricks aus, um mindestens 12 Punkte zu bekommen, bevor Storm auftaucht. So, das ist in Metal City mit Amy. Gut. Also, es gibt jeweils 3 Ränge in jeder Mission. Bronze, Silber, Gold. Natürlich aimen wir für den Goldrang. Deswegen strenge ich mich hier mal ein bisschen an. So. Das Ziel ist hier eben Punkte zu kriegen durch Stunts. X ist 10 wert und so weiter. Also je cooler die Stunts, desto mehr Punkte. Vielleicht ist schon aufgefallen, dass meine Aufnahme jetzt deutlich klarer ist. Das liegt daran, dass ich eine andere Aufnahmemöglichkeit gefunden habe. Sie produziert zwar deutlich höhere Dateigrößen. Also quasi, früher habe ich für 15 Minuten, was weiß ich, vielleicht 1 GB gekriegt, wenn ich mit der Elgato aufgenommen habe. Jetzt kriege ich für 1 Minute genau das, vielleicht, wenn es gut hinkommt. So, 42 Punkte, das ist mehr als genug für die Goldmedaille. Und gleich erzähle ich noch ein bisschen weiter in der Mission 2. So, Mission 2. Sammle 6 oder mehr Schrottteile ein, bevor Storm auftaucht. Genau, jede Stage hat 5 Missionen. Und das sind, hier sind alle Stages vorhanden drin. Jede Stage hat auch dieselben Missionen, also quasi sammle die Schrottteile, mach irgendwie Stunts. Okay, da wollen wir nicht hin. Wir wollen nach oben. Wir wollen natürlich die Goldmedaille. Wir streben für All Gold. Aim for Gold, sagen die auch immer bei den Olympischen Spielen, ne? Wir wollen nach oben. Ja, das war ganz gut. Ja, genau. Wie euch aufgefallen ist wahrscheinlich schon, ist die Qualität der Aufnahme deutlich besser. Jedoch ist eben das Minus dazu, dass die Aufnahmen riesig groß werden. Und das nicht so geil ist für mich, weil die dann länger brauchen zum Laden und zum rein Editieren in Videos und zum Rendern brauchen die auch deutlich länger. Also wie gesagt, die brauchen einfach, ist einfach viel mehr Arbeit für mich, aber ich meine, das nehme ich für euch in Kauf, damit ihr ein besseres Erlebnis beim Schauen habt. So, 11 von 12. Dann ist das letzte wohl hier oben. Sehr schön. 12 von 12. Das müssten alle sein. Das wäre auch wieder eine Goldmedaille. Gut, vielleicht werden wir ja in diesem Part mit einer Stage fertig. Das wäre schon ganz geil eigentlich, denke ich. Wollen wir mal schauen, was Mission 3 für uns in auf Lager hat. Mission Nummer 3. Auf der Strecke liegen jede Menge umgekippter Wagen. Erreicht das Ziel in 60 Sekunden, um wieder zu Jet und seiner Gang zu gelangen. Okay. Das war ein relativ guter Start. So, dann wollen wir oben lang wohl. Ja. Weil da liegen keine... Doch, da liegen auch umgekippte Wagen. Aber das soll uns ja nicht aufhalten. Wir können ja manövrieren und driften in so ein Sheet. So, außer hier liegen jetzt irgendwie welche, die man nicht sieht. Ich wollte es gerade noch sagen. Das ist Arschloch-Design. Okay, das war nicht gut. Dann laufen wir hier halt durch. So, eine Grind Rail. Die Grind Rail gibt's noch. Gut, dann nehmen wir die. Wir nehmen natürlich Advantage von allen Sachen. So, ich weiß gerade gar nicht, was hier Gold ist. Aber wir werden es wahrscheinlich rausfinden. So, wir wollen natürlich wieder oben lang. Das ist deutlich kürzer. So, am besten jetzt noch boosten. Wenn wir nicht Gold haben, bin ich enttäuscht. Das ist Silber, das wollen wir nicht. Das ist Silber, das wollen wir nicht. Gut, probieren wir das Ganze nochmal. Das kann ja nicht so schwer sein, ne? Ja, wie es aussieht, werde ich eine Stage in einen Part packen. Das heißt, es kommen 5 Parts für jede Stage. Nee, kann man so nicht sagen. Es kommt auf jeden Fall eine Stage in einem Part. Es gibt mehrere Stages. Wie viele weiß ich jetzt nicht genau, das war schlecht. Da sind wir in einem Dilemma drin. Ich weiß nicht, wie lange das Projekt noch geht. Ich habe das eigentlich nur als kurzes Zwischenprojekt gedacht.
Der Missionsmodus scheint dann doch ganz schön rauszuzögern. Naja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet, dass ich den Missionsmodus noch zeige. So, diesmal falle ich nicht auf dich rein, Auto. Weil viele von euch, was heißt viele, 10 bis 12, haben das Projekt ja anscheinend geschaut. Und ihr könnt euch dann mal äußern zu diesem Missionsmodus und wie ihr das Let's Play jetzt findet. Ich habe auch vor, hier ein paar Details zu weiteren Projekten preiszugeben, die ich vorhabe. Darunter befinden sich bereits 2 3DS-Spiele. Da habe ich nämlich jetzt auch eine Möglichkeit gefunden, diese aufzunehmen. Gut, Gold, sehr schön. Näheres dazu bei der nächsten Mission. So, Mission 4. Die Straße ist gesperrt. Zerstöre mindestens 9 Wagen, um der Falle zu entgehen. Gut, wie ich bereits sagte, mir ist eine Möglichkeit in die Hände gefallen, 3DS-Spiele aufzunehmen. Und ich habe schon geplant, The Legend of Zelda, Ocarina of Time 3D und The Legend of Zelda Majora's Mask 3D zu Let's Playen. Ich habe mir zuerst überlegt, ob ich mir die Nintendo 64-Version Let's Playen soll. Und dann ist mir eingefallen, warum sollte ich? Es gibt doch viel bessere Versionen für 3DS. Also, ich meine, warum sollte ich dann die deutlich schlechter aussehenden Originale Let's Playen, wenn es Remakes gibt? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich habe einen verfehlt. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, wie viele ich habe. Reicht es? 14 von 15. Ah, fuck, ich habe eins verpasst. Gut, was ich sagen wollte war, eben diese Projekte werden auf jeden Fall noch kommen. Möglicherweise auch in näherer, absehbarer Zeit. Wenn ich das Programm gescheit zum Laufen kriege und das auch gescheit aufgenommen kriege. Weil daran hakelt es gerade noch ein bisschen. Aber sonst steht dem nichts im Wege. Momentan läuft ja auch noch Sonic Adventure. Danach kommt Sonic Adventure 2. Jo. So, dich nehme ich mit. So. So. Verdammt, ich habe wieder eins zu wenig, anscheinend. So, naja, ich habe... Nee, diesmal habe ich sogar deutlich mehr zu wenig. So. Also in absehbarer Zeit werden eben diese 2 Projekte auf jeden Fall kommen. Ich habe schon was geplant für nach Mario Sunshine. Das scheinen ja einige von euch nicht zu schauen. Aber das ist mir auch klar. Das ist ja eher so ein kleines Projekt, wo man zwischendurch mal reinschaut und so denkt, so, was machen die da überhaupt? Hauptsächlich habe ich das eh für mich und meine Freunde hochgeladen. Deswegen finde ich das nicht schlimm, dass das keiner schaut. Natürlich hätte ich mir mehr Unterstützung so gewünscht, aber das kann man ja nie wissen im Vorfeld, ne? So, so. Jetzt muss ich die letzten beiden noch treffen. Das letzte ist ziemlich... So. 15 von 15, das ist der Goldrang. So, dann haben wir noch eine Mission in dieser Stage und dann würde ich sagen, beenden wir den Part auch, wenn ich diese auf Gold abgeschlossen habe. Und mal schauen, was diese für uns im Köcher hat. Mission 5, hol dir den Schatz, indem du den roten Wagen einholst, bevor Storm auftaucht. Müsste zu machen sein. So, das wird ein guter Start, das sehe ich jetzt schon. So, den roten Wagen einholen, also, da ist er. Ich bin unter ihm. Verdammt. Ich frage mich, warum ich nicht hochgekommen bin. So, da ist er. Och. So, komm her. Komm doch. Mann. Oh, verdammt. Gut, dann nicht, dann nochmal. So. Das war noch ein besserer Start. So, diesmal gehe ich oben lang. So, jetzt habe ich dich aber 100 pro. 100 pro. Komm her. Ah, yes. Okay, ich habe die Vorgabe. Das ist nice.
Jetzt muss ich nur noch ins Ziel in der Zeit. Dann müssten wir eigentlich Gold haben, weil das war Fix und Foxy. wieder References, die keiner kriegt. Oh, das wird... Verdammt. Warum booste ich, wenn ich auf Achtung bin? Ich bin ein Horst. Gut, jetzt schnell drehen, damit wir schnell nach oben kommen. Unter 10 Sekunden wäre schon ganz geil. Sehr schön. Vielen Dank fürs Zuschauen von diesem Part des Missionsmodus. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also bis dann und ciao.